Ja, hallihallo, hier ist wieder euer lieber Roman. In der heutigen Lektion wollte ich mit euch ursprünglich die Rotation von Objekten durchgehen, aber ich habe mich ein bisschen anders umentschieden, und zwar, wir werden als erste die Pointers bearbeiten, also die Zeiger, die da wir die später auch brauchen. Und zwar aus einem einfachen Grund: Ich könnte zwar hier die Rotation euch auch einfach hier mit Kamera zeigen, aber da ich Kamera benutzen will, um euch das freiräumlich darzustellen, werde ich das direkt mit unserem Objekt machen. Und dazu gehen wir hin und tun wir uns einfach ein Objekt erstellen. Gehen wir hin und erstellen wir uns ein Objekt. Ein Objekt wird erstellt grundsätzlich mit dem Befehl Entry. Ja, Entry. So, dann kommt ein Sternchen. Das Ständchen bedeutet im Endeffekt, dass es eine Zeigervariable ist. Und dahinter schreiben wir uns den Namen, den wir haben wollen. Da können wir ja frei definieren. In unserem Fall nennen wir einfach das Spaceship 01. Ne? Ja, also wir erstellen uns einen Zeiger in einen Speicherbereich. Und der heißt hier in unserem Fall Spaceship 01, da wir ja mehrere Schiffe ja haben können, theoretisch. So. Um den Speicher jetzt zu befüllen, benutzen wir auch hier wieder unser Create. Und so, da gibt es nämlich auch hier die Informationen, ne? Hier Entry Create. Und dann gibt es nämlich auch hier hinten, seht ihr auch Entry Ständchen, ne? Weil im Endeffekt ist es halt eben diese Funktion, die man dir, dieser Speicherbereich, die ihr dann halt eben befüllt mit diesen. So. Und das geht ganz einfach, indem wir hingehen und sagen, unser Spaceship 01 ist gleich, ja, Spaceship 01 ist gleich, erstelle unser Spaceship auf der Koordinaten 0, 0, 0, 0, 0. Ja, beziehungsweise in unserem Fall wäre das auch 0 Vektor. Das, was wir auch vorher hatten. Okay, soweit so gut. Jetzt können wir auch wunderbar nur mit diesem Befehl agieren. Kopieren wir uns mal das Ganze. Und damit ihr seht, dass es ja funktioniert, werde ich einfach die Position von den Raumschiff einfach nach links bewegen. Ja? Das heißt, ich gehe hin, unser Spaceship 01, Y, ja, ist gleich 50. Also im Endeffekt setzen wir auf dieselbe Wert wie die Kamera. Das testen wir jetzt mal und dann gucken wir, was passiert. Und voilà! Unser Raumschiff ist genau vor unserer Nase. Das ist ja auch logisch, da die Kamera ja auch auf 50 ist. Ja, wenn ich die Kamera weiter nach rechts bewege. Oh, jetzt habe ich sie gedreht, Entschuldigung, so. Dann bewege ich ja die Kamera hin und her. Logisch, rechts, links und so weiter. Ja, unser Raumschiff ist ja auch jetzt hier auf der Y-Achse nach 50 gesetzt. Ja, wir wissen ja, positive Werte sind die großen Werte, und damit ist er nach links verrückt. Wunderbar, sehr schön. So, das Ganze können wir natürlich auch jetzt in der X-Achse machen, dass wir sagen, okay, mein Raumschiff ist mir jetzt hier dazu zu blöd davon, also da hier auf der Achse zu sitzen. Ich setze ihn einfach mal um 150, nein, machen wir mal 250 nach vorne. Also im Endeffekt das, was wir hier mit der Kamera nach hinten gemacht haben. Wir gehen mal hin und sagen mal, okay, mein Raumschiff ist jetzt 250 vorne. Sehr schön. Und das alles halt eben über diese Pointer-Geschichte. Wie gesagt, ich könnte ja euch über, wenn ihr das hier euch reinliest und dann hier Entry-Inhalt reingeht, dann habt ihr nämlich auch hier ein paar Informationen zu der Entry selbst. Ja. Und da steht auch geschrieben über Pointers, beziehungsweise ihr könnt hier auch hier Pointers gehen, und da steht auch Geschichte über Pointers. Ja, aber Pointers ist im Endeffekt ja nicht viel, also nicht viel zu erklären. Das ist im Endeffekt der Speicherbereich, also die Speicheradresse von unserem Raumschiff, den wir laden können. Hier in unserem Fall Koordinatensystem, da haben wir keine Speicheradresse. Das heißt, wir können auch hier nichts mehr verändern. Ja, hier haben wir eine Speicheradresse als Zeiger uns gegeben. Deshalb können wir nachhinein auch die
verändern. So einfach ist das. So, aber ich wollte ja euch ja hier das Raumschiff zeigen. Und zwar in Endeffekt, dass er jetzt nach 150 gegangen ist. Jetzt habe ich vergessen zu speichern. So, nochmal. Also 250 nach vorne. Hm? Und da ist er auch schon. Wunderbar. Ja, also ihr seht, er hat sich nach vorne bewegt. Also hier ist unsere Mitte und unser Raumschiff hat sich nach vorne bewegt. Ja? Und ist natürlich auch leicht nach links versetzt. Da wir ihn gesagt haben, der soll auch weiter nach links. Also von hinten aus gesehen ist das ja logisch. Ne? Er ist von der Mitte weg und nach links. Sehr schön. Das Ganze kann man natürlich auch hier in der... Ups, das war das Falsche. Da wollte ich hin. Natürlich nach oben setzen. Dann sagen wir, okay, das soll mal jetzt mal nach oben auch um, sagen wir mal richtig mal, aber heftig um 150. Hm? Ja, wie gesagt, über die Pointer kann man direkt drauf zugreifen. So, das machen wir jetzt auch. Voilà, und da ist ja unser Raumschiff oben. Hm? Dass ihr mir das auch glaubt, setze ich alle anderen Werte auf 0. Das heißt, ich platziere ihn ja wieder in der Mitte. Und da seht ihr auch, dass der Raumschiff hier oben ist. Ja? Genau über der Z-Achse. Voilà. Sehr schön. Somit haben wir nämlich auch schon mal der erste Richtung, der erste Schritt Richtung Bewegung gemacht. Und zwar die einfache Raumbewegung über einen Pointer in XYZ-Koordinaten. So. Ich wollte aber euch natürlich die Rotation bringen. Das heißt, als allererste tue ich unser Raumschiff wieder in die Mitte setzen. Ja, da sage ich, der ist wieder auf 000. Ich hätte das natürlich auch weglassen können, weil er automatisch hier auf 0 gesetzt wird. Aber wir setzen ihn jetzt nochmal per Hand. Dann starten wir ihn. Und dann haben wir ihn wieder in unsere Ausgangsposition. So. Jetzt ist auch der Punkt, dass ein Raumschiff logischerweise sich ja nicht nur vorwärts, hoch und runter bewegen kann, ja, wie auch hier über unsere Geschichte hier sichtlich, ja, also wie auch hier oben, das sind ja unsere Kamera, ihr seht ja, unsere Kamera hat ja schon hier ein paar Werte, ist ja auch logisch, weil ich ja die Kamera jetzt hier bewege, dadurch ändern sich ja die Werte da oben. Gut, das brauchen wir wieder nicht. So, mal wieder dicht. Ja. So, sondern der Raumschiff kann ja auch natürlich ein bisschen mehr. Und zwar, der kann sich nach rechts rollen, nach oben und nach unten schauen oder sich nach rechts oder links drehen. Ja, also im Endeffekt, um jede dieser Achsen kann man ihn bewegen. Also einmal... Man kann ihn komplett um die X-Achse bewegen, das wäre dann rollen. Dann die Z-Achse wäre dann drehen, ja, auch Pan genannt. Und die Y-Achse wäre ja dann die Höhenverstellung, hoch und runter schauen. Hm? Das zeige ich euch, weil ich, was ich damit meine. Und zwar, ich habe nämlich hier auch natürlich noch eine Koordinatensystem vorbereitet. Und zwar, das wäre ja hier ein zweite Achse. Und zwar, die nenne ich auch Pal, Til und Roll, weil so heißen die Befehle. Und damit lade ich die auch jetzt wieder rein. Und damit zeige ich, was ich... Ups, die habe ich natürlich jetzt hier nicht drüber. Moment, die schiebe ich mir jetzt hier rein. So, da, Modell. Zack, wunderbar. Und zwar, das ist nämlich das, was ich jetzt hier gemeint habe. Ja, wie gesagt, der Raumschiff kann sich nach links drehen. Also die Pfeile ist ja immer der positive Wert. Ja, nach links, um die Z-Achse drehen, wäre Pan. Nach oben und nach unten, wäre ja das da hier, wäre ja Till. Und hier natürlich um eigene Achse wäre die Rollachse. Ja, wie gesagt, die Pfeile zeigen ja immer, in welche Richtung die positiven Werte sind. Logischerweise wären die negativen Werte in der andere Richtung. Hm? Und das machen wir jetzt auch mit dem Raumschiff. Und zwar, wir sagen jetzt so, liebe Raumschiff, ich möchte, dass du jetzt dich nach rechts drehst. So,
Ne, machen wir erstmal nach oben. So, schauen wir mal erstmal nach oben. Das heißt, ich muss den Befehl Tilt benutzen. Hm? Tilt. Tilt. Ja? Hier auch ersichtlich. Tilt. Da, Tilt, Roll. Eulewinkel zur Drehung der X, Z, ZX und X-Achse. Ja? So, der Tilt ist immer ein Wert von minus 90, senkrecht nach unten schauen, bis plus 90, 60, senkrecht nach oben schauen. Das beweise ich euch auch, indem ich nämlich hier hingehe. Da ist wirklich wichtig, Semikolon am Ende zu machen. Und ich sage, dass mein Till ist gleich 45 Grad nach oben. Ja, 45 Grad Steigerung im Endeffekt. So, dann schauen wir mal, ob das auch so klappt. Und wir sehen, unser Raumschiff guckt jetzt nach oben. Ja, der hat sich von seiner Mitte nach oben gedreht. 45 Grad. Kann man ja auch sehen. Hm? Als Beweis setze ich mal hier das Raumschiff nochmal ohne. So, also ich setze jetzt mal zwei Raumschiffe. Und wir haben ja ein Raumschiff, der, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber das will ich euch mal zeigen. Also der untere Raumschiff wäre die normale und der, der da gedreht ist, logischerweise nach oben. Ja, sehr schön. So, das Ganze geht natürlich auch andersrum, indem wir sagen, so liebe Raumschiff, ich will ja nicht, dass du dich nach oben drehst, sondern ich möchte, dass du dich um die Z-Achse, also umdrehst sozusagen. Und das machen wir mit dem Pan-Befehl. Und da sage ich jetzt auch mal bitte um 45 Grad in dem Fall. So, jetzt machen wir jetzt mal Till. Moment. Tilt. So, das machen wir jetzt mal weg. So, und die Roll, die Pan, Pan, 45 Grad. Der Winkel logischerweise ist immer 0 bis 360, wobei man hier auch in umgekehrte Richtung drehen kann. Ja, also es dreht sich links rum, das zeige ich euch, ja, also ich drehe das jetzt einmal um 45 Grad. Ja. Hier ersichtlich, ja, drehe mir unser Teil um 45 Grad. Wie gesagt, von 0 bis 360 ist das möglich. Wobei man kann das ja auch umdrehen. Das zeige ich auch, euch auch, was ich damit meine. So, voilà, da ist unser Raumschiff. Und wir sehen, der hat sich in der Pan-Richtung nach links um 45 Grad gedreht. So, jetzt will ich ihn nach rechts drehen. Das heißt, in diese Richtung. Dazu muss ich den negative Wert eingeben oder ich kann natürlich auch 275 eingeben, das geht auch. Aber ich mache mir das einfach, indem ich sage so, drehe dich negativ, also in umgekehrte Richtung, das heißt, drehe dich von 0, 0 ist ja unser Ausgang, einfach in der andere Richtung, 45 Grad. Hier ersichtlich Minus. Okay? Das machen wir jetzt auch. Und ihr seht es ja, unser Raumschiff hat sich nach rechts gedreht. Ja? Also unser Pan ist jetzt in der andere Richtung gedreht worden. Sehr schön. So, das Ganze können wir natürlich auch mit Roll machen. So, ich stelle mal das jetzt hier wieder zurück. Und das Ganze können wir natürlich auch mit Rollen machen, das heißt um die X-Achse drehen. Das wäre dann Roll-Befehl. Und dann drehen wir ihn auch mal um 45 Grad. Diesmal nach rechts gesehen. Also geht es auch von 0 bis 360, ne? Roll 45 Grad nach rechts. Und voilà. Da ist unser Raumschiff, der hat sich um die X-Achse, hier ersichtlich, ja, da unten ist die X-Achse, der hat sich jetzt hier nach rechts sozusagen gekippt. Hm? Ist ja klar, positiv war ja hier diese Richtung,
Da ich ja plus 45 angegeben habe, ist er natürlich nach rechts, hat er sich gedreht. Ich kann gerne auch hier nochmal ein Raumschiff platzieren, ohne etwas als Vergleich, damit da ersichtlich ist. Ne? Also wie gesagt, da ist das normale Raumschiff und einmal gedreht. Gut, gibt es ja natürlich hier so komische Kuddelmuddel, weil es zwei Raumschiffe sind, aber soweit ja ersichtlich, was gemeint ist. So, das war's auch schon. Somit sind wir mit quasi vorbereitet für unser Spiel, weil wir können unser Modell jetzt drehen, wir können ihn rechts links bewegen und wir können ihn auch rollen, also um Winkel drehen. Ja. Wie gesagt, ihr könnt ja euch gerne mit über Index die Pan, Till und Roll Geschichte angucken. Die Pan, Till und Roll Geschichte ist übrigens nicht nur natürlich für Entry, also nicht nur für Objekte gedacht, sondern ist natürlich auch für Kameras gedacht. Deshalb sieht ihr ja auch, wenn ich hier die Information aufrufe, da habe ich ja hier oben meine XYZ Position von Kamera und hier mein Pan, ja. Und wenn ich das jetzt Ganze hier bewege, ja, und jetzt hier rumdrehe und jetzt nach oben schwenke, dann seht ihr, also ich gehe mit der Kamera nach oben, dann ist ja mein Till hier plus 50, ja. Wenn ich jetzt nach unten gehe, dann ist es hier minus. Hm? Soweit so klar. Gut. Jo, das war's schon auch. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. In dem Sinne lasse ich euch da jetzt mal ein bisschen testen. Wie gesagt, heute haben wir, wie gesagt, zwei gute Sachen gelernt. Und zwar erstens natürlich die Rotationen und das Wichtigste überhaupt, damit wir was zu rotieren haben, die Zeigeadresse oder auch der Pointer genannt. Ne? Wunderbar. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß bei Rollen und bis zum nächsten Video.